Siebter Spieltag in der Regionalliga Nord. Die U23 des HSV empfängt den BSV Schwarz-Weiß Rheden, der in den letzten 8 Partien keinen einzigen Sieg gegen die Hanseaten erringen konnte. Stattdessen gab es 7-mal auf den Deckel. Einmal wurden die Punkte geteilt. Dieter Hecking schaute sich das Spiel seiner Youngsters auch an, auch wenn unter anderem Quarteng, Knost und auch Joscha Wagnumann diesmal nicht im Kader standen. Der HSV mit dem besseren Beginn macht Druck in den Zweikämpfen, so wie hier Lukas Pinker. Der sieht im Rückraum Tobias Fagerström. 3 Minuten gespielt, dem Top-Torjäger des HSV fehlen nur Zentimeter zu seinem 6. Saisontor. Die Rothosen sind aber weiter spielbestimmt. Giese mit einem feinen Ball auf Bukuso, aber Borgmann ist auf dem Posten und fischt sich das Leder aus der Luft. Nach 16 Minuten kommen dann auch mal die Redner zum Abschluss. Das ist Krasnitschi mit einem flankenartigen Schuss. Der Ball saust knapp am Tor vorbei. 2 Minuten später serviert Ex-HSVer Cyriax dann diese Ecke auf den Kopf von Lewald. Und der bedankt sich mit dem 1:0 für den BSV Rheden. Der 20-Jährige, der seine Jugend beim SV Werder Bremen verbracht hat, trifft hier gegen den Rivalen von der Elbe und markiert damit sein erstes Saisontor. Nach einer guten Anfangsphase wird der HSV kalt erwischt. Das 4. Saisonspiel in Folge geraten die Hamburger noch in der ersten Halbzeit in Rückstand. Das mindert aber nicht die Leistung. Freistoß von Mosen an den Arm von Ivicic. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt klare Sache. So darf er die Arme nicht halten, wenn er im Strafraum in der Mauer steht. Khaled Mosen nun mit der Chance auf den Ausgleich. Aber Borgmann ahnt die Ecke, ganz schwach geschossen. Halb hoch, halb rechts, lasch getreten. Mosen belohnt den HSV nicht für seine dominante Anfangsphase. Und nun wächst Borgmann über sich hinaus. Riesentat nach klasse Kopfball von Fagerström, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Mosen macht den verpatzten Elfmeter wieder wett. 1:1 Ausgleich und der ist verdient. Man lobe aber auch Nick Borgmann an dieser Stelle, die Nummer 1 des BSV, heute mit einer Glanzleistung. Unentschieden bleibt es auch bis zum Pausentee. HSV-Kultfan Helmpeter sieht einen couragierten Auftritt seines Vereins, auch wenn nach seinem Geschmack auch der ein oder andere Ball mehr im Tor hätte liegen können. Und das nimmt sich Khaled Mosen zu Herzen, verpasst seinen Doppelpack. Wieder Borgmann souverän zur Stelle. Aber auch in der Kabine der Redner hat sich zur Pause was getan. Wieder die Kombi Cyriax-Lewald. Diesmal ist es Kevin Haar, der sich auszeichnet im Tor der Hanseaten. Und der steht gleich wieder im Mittelpunkt, denn der nimmt hier einen Pass von Stefan Ambrosius auf und der wird als Rückpass gewertet. Also gibt es einen indirekten Freistoß für Reden. Das wird ganz gefährlich. Eine Aufgabe für Josip Tomic, 1:2 nach 64 Minuten. Wieder führen die Schwarz-Weißen. Auch Tomic macht sein erstes Saisontor. Ganz trocken haut er das Ding unter die Latte. 4 Minuten später geht Bukuso dann so in den Zweikampf. Kurz vorher hatte er schon gelb gesehen, dementsprechend heißt es jetzt 10 gegen 11. Die Aufgabe für den HSV wird nicht leichter. Fauli bringt den Freistoß rein und wer steht da? Na klar, Jakob Lewald, Doppelpack für das Kopfballungeheuer. Der HSV bricht im zweiten Durchgang komplett ein. Es sieht ganz danach aus, als würde Rheden den ersten Sieg seit langer Zeit gegen den HSV einfahren. Und damit würden sie auch in der Tabelle an den Hamburgern vorbeiziehen. Pinkert in der ersten Halbzeit noch mit einer super Leistung. Hier jetzt mit einem grausamen Fehlpass in die Füße von Ivicic. Und der schießt den Ball am Tor vorbei. Tomislav Ivicic, schon den Handelfmeter in der ersten Halbzeit verursacht. Heute ist er wohl der Pechvogel des Tages. Kurz vor Schluss macht es der eingewechselte Manserei dann besser. Nach einem schönen Steilpass von Fauli braucht dieser nur noch einzuschieben. 1:4 Endstand. Fauli ebenfalls eingewechselt mit seinem 2. Assist in dieser Partie.
Der BSV Schwarz-Weiß-Rheden kann nach zwei Unentschieden wieder einen Dreier einfahren und steht dadurch auf Platz 8. Der HSV hingegen mit einer schlechteren Ausbeute nur 2 Punkte aus 4 Spielen. Die Tendenz ist absteigen, Coach Hannes Drews mit einer Erklärung dazu. Ja, wir müssen einfach lernen, das haben wir in Flensburg auch in der zweiten Halbzeit gut gemacht, diese Härte anzunehmen, die im Herrenbereich gezeigt wird, dann die Abgezocktheit. Also ich finde, Rheden hat das heute sehr abgezockt gespielt, haben sich immer schön fallen lassen, haben gerufen, auch wenn es faul war, ja. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen cleverer agieren und einfach auch diese Situation auch lernen, damit umzugehen. Und das müssen wir schnellstmöglich machen, damit wir natürlich dann noch wieder so reinkommen, dass wir auch Punkte einfahren können. Nächste Woche heißt die Aufgabe für den HSV dann VfB Oldenburg. Und diese ist keine leichtere als heute. Der VfB erreichte letztes Wochenende ein 1:1 Unentschieden gegen den BSV Rheden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.